Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SNTV. Dieses Mal nicht mit einer Newsmeldung, also indirekt vielleicht schon. Seit gestern gibt es das neue Desktop-Betriebssystem von Apple, Mac OS X Mountain Lion. Und darin gibt es aber das Notification Center. Und weil wir gemerkt haben, dass auf unserer Webseite über Google schon einige Leute nach einem Shortcut oder Tastaturkürzel gesucht haben, wie man das Notification Center einblenden kann, haben wir uns gedacht, schreiben wir auf der Website mal was, aber das können wir ja dann auch im Video noch verarbeiten, wie man das Notification Center unter OS X 10.8 öffnen kann. Und da gibt es dann insgesamt drei, also höchstwahrscheinlich kann man, wenn man will, auch noch mehr Möglichkeiten einrichten, aber es gibt vom System drei Möglichkeiten, die standardmäßig auszuwählen sind. Das erste wäre über die Menüleiste. Also wenn ihr ganz oben rechts in der Menüleiste am Rande des Desktop schaut, dort gibt es ein neues Icon und es schaut ein bisschen aus wie eine Liste mit drei Elementen. Wenn ihr da draufklickt, geht das Notification Center auf. Wenn ihr wieder draufklickt, geht das Notification Center zu. Sprechen will gelernt sein. Ich schalte vielleicht mal die Website dazu. Also, das Ganze geht dann über die Menüleiste oder eben über das Trackpad. Also, gemeint ist das Trackpad entweder auf irgendwelchen Apple Laptops, MacBook Air, MacBook Pro, ganz egal. Wenn ihr mit zwei Fingern von der rechten Seite rüberwischt, auf die linke Seite. Umgekehrt, wenn ihr mit zwei Fingern von der linken Seite rüberwischt auf die rechte Seite, dann öffnet ihr von rechts nach links oder schließt ihr von links nach rechts das Notification Center. Ich glaube, je nachdem, wo man das Notification Center am Bildschirmrand anordnen würde, wenn man es überhaupt, also wenn man die Position überhaupt verändern könnte, wäre es vielleicht umgekehrt. Ansonsten es ist wichtig zu erwähnen, dass ihr diese Geste nicht in der Mitte des Trackpads ausführt, sondern tatsächlich am Rand. Denn solltet ihr in der Mitte mit Fingern wischen, könnte das das Betriebssystem interpretieren als Veränderung der Bildlaufleiste. Also angenommen, eine Website ist zu groß für den Browser oder für das Browserfenster, dann gibt es da unten so eine horizontale Scrollleiste, so eine Bildlaufleiste, und wenn ihr dann auf dem Trackpad wischt, könnt ihr da die Position der Bildlaufleiste verändern, aber das wollt ihr ja nicht, sondern das Notification Center öffnen. Deswegen ist es wichtig, dass ihr die Geste am Rand startet. So, und dann gibt es die dritte, die wahrscheinlich interessanteste Möglichkeit für viele, wenn sie sich nicht an die Bedienung über das Trackpad gewöhnt haben, und zwar ist das das Tastaturkürzel. Ihr könnt bzw. ihr müsst auch ein eigenes Tastaturkürzel dafür einrichten, weil standardmäßig ist keines eingerichtet. Dazu geht ihr in die Systemsteuerung, dann auf den Bereich Tastatur und dort unter Tastaturkürzel. Ich kann vielleicht da mal das Bild einblenden in groß. Also Systemeinstellungen, Tastatur, Tastaturkürzel, und dort gibt es unter Mission Control den Punkt Mitteilungszentrale einblenden. Da macht ihr ein Häkchen, dann könnt ihr ein eigenes Shortcut angeben und dann könnt ihr mithilfe dieses Shortcuts das Notification Center einblenden und wieder ausblenden. So, und das war unser Tipp zum Notification Center, das lustigerweise Mitteilungszentrale im Deutschen heißt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es einfach über Kommentare. Verbesserungsvorschläge sind wir natürlich auch jederzeit, die sind jederzeit willkommen. Und ansonsten danke fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal.